Hallo und einen schönen guten Morgen zusammen zur Kaffeerunde. Ich hoffe, ihr habt das Heißgetränk eurer Wahl bei euch. Ich habe eine schöne private Rösterei auf Amazon gefunden, die schönen Black Coffee macht. Die Juni ist auch schon da, die Nox pennt noch ein bisschen. Lassen wir mal die Woche Revue passieren und schauen wir mal, was die kommende Woche so bringen könnte. Zunächst mal ein kleiner Ausblick auf die Termine. Wir sind in der Blackout-Periode für der Fed bis zum nächsten. Also bis zum nächsten FOMC-Meeting, sprich bis zum nächsten Rate-Hike. Deswegen haben wir da jetzt keine Sprecher mehr. Da hatten wir ja die Woche genug. Wichtig für Europa wird wahrscheinlich der Dienstag. Da haben wir eben PMI-Zahlen bei uns und bei den Briten. Und am Mittwoch haben wir dann auch noch den Business-Klima-Index und auch PPI-Zahlen. Und vor allem für die USA werden dann Dienstag, aber vor allem Donnerstag und Freitag interessant. Der Core PCE ist ein Indikator der Fed, wobei die Zahlen der letzten Woche da schon eine gewisse Richtung vorgegeben haben. Aber darauf werden die extrem schauen. Und ja, schauen wir mal, wie es da aussieht. Earnings werden jetzt langsam interessanter. Wir sind noch nicht bei den super vielen ganz großen, aber ja, ich denke vor allem Mittwoch mit Tesla, IBM und Boeing und so weiter wird spannend und Intel auch. Und dazwischen sind immer mal wieder Kreditinstitute und Banken. Die hatten wir ja, ja eine sehr gemischte Earningsperiode bisher. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht eine bessere Richtung sehen. Aber allein wegen Tesla wird wahrscheinlich der Mittwoch sehr volatil, also einfach ein bisschen aufpassen, falls ihr da involviert seid oder traden wollt. Dazu vielleicht eine gute Statistik, während ich die Katze hier von dem Käse wegbringe. Ja, die Cash-Accounts sind weiter am Steigen, die Leute halten ihr Geld zurück. Wir haben immer noch einen sehr illiquiden Markt, der durch die starken Bewegungen mit wenig Geld dann eben auch zu so explosiven Short-Coverings wie am Freitagabend ja, führen kann. Also das ist einfach so ein bisschen zu beachten. Viele warten noch ab, wie es jetzt ausgeht und halten ihr Cash zusammen. Sicherlich nicht die schlechteste Taktik. Warum ich trotz der ganzen Euphorie, die jetzt vielleicht am Freitag da ist, so ein bisschen vorsichtig bin. Wir haben mit das Beste, was ist es, 3 Wochen der letzten Jahrzehnte hinter uns und irgendwie, wenn was zu gut ist, sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, vor allem nach diesem Jahr, also nach dem letzten Jahr. Das stimmt einfach so ein bisschen problematisch, dass wir jetzt nach so einem Mörderjahr und die Probleme sind ja nicht gerade weg, jetzt so einen Superstart hinlegen. Und wenn wir jetzt schon so starten, ist die Frage, wohin soll es denn überhaupt noch gehen? Ja, hatte ich ja auch letzte Woche beigebracht, dass der DAX quasi schon seine mittlere Jahresperformance hinter sich hat. Also ja, ein wenig vorsichtig in beide Richtungen sollte wahrscheinlich ganz gut sein. Und wir sind immer noch im Quantitative Tightening von den Zentralbanken. Und generell kann man sagen, dass vor allem für die amerikanische Seite, aber es gilt auch für die EZB, die Aktienmärkte mit dem Bestand der Assets korrelieren. Und wir sind jetzt erst am Beginn vom Quantitative Tightening, das seht ihr hier schön. Und der Markt reagiert entsprechend, weil einfach weniger Geld im Markt ist und die Kreditbedingungen natürlich schlimmer werden. Und zumindest das Quantitative Tightening wird noch sehr stark zunehmen. Müssen wir mal sehen, wie es jetzt ausgeht. Und wenn wir das im Vergleich zu der Vorsicht sehen, dann können wir sagen, naja, aber wieso, da ist es ja auch nicht runtergegangen. Wir haben jetzt einfach eine Rekordanzahl von Stimuli. Da habe ich später noch eine Grafik dazu. Und es ist einfach viel zu viel Geld, einerseits im Markt, andererseits nicht in den Zentralbanken zwingend, aber in den Konten der nationalen Banken bei den Zentralbanken. Und daran wird jetzt geschraubt. Und diese sind letztlich für die Kreditvergabe und verfügbares Kapital für Firmen, aber auch für Privatpersonen zuständig. Und ich glaube, da wird es einfach noch ein bisschen rütteln. Aber das werden wir nicht in den nächsten Monaten, sondern eher in den nächsten Jahren sehen, weil das dauert. Kleine Bingo-Scheibe für Grillabende und sonstiges mit Freunden und Bekannten. Das sind so von den, ja, einfach von den wichtigsten Podcasts, YouTube-Serien, Banken, so die Forecasts für 2023. Anzahl Punkte ist die höhere Wahrscheinlichkeit oder die häufigere Nennung. Kann man sich ja mal abspeichern und dann in den nächsten Monaten einfach mal ein wenig Bingo spielen, was davon eintritt und was nicht.
als kleines makabres Spielchen, aber ja, wird sehr spannend sein. Wie es da, also bei ein paar bin ich relativ sicher, dass es so kommen wird. Wir können uns ja mal in ein paar Monaten treffen und das dann wieder vergleichen. So, jetzt ein kleines Thema, was wir die letzte Zeit schon mal hatten. Die Emerging Markets outperformen momentan eigentlich die etablierten Volkswirtschaften und es könnte sein, dass das vielleicht auch noch in Zukunft so weitergeht. Es wird viel, viel mehr Geld einerseits in die Emerging Markets gesteckt, andererseits gibt es einen sehr starken Ausfluss, vor allem aus Amerika. Es kommt gleich noch die Grafik und das ist historisch betrachtet auch mit mit einer Dollar-Korrelation zu erklären. Ja, das haben wir unten so ein bisschen. Also wenn der Dollar eben entsprechend jetzt wieder schwächer wird oder unstabiler wird, ist es eben nicht zwingend ein Safe Haven, sondern kann auch Möglichkeiten in einzelnen Emerging Markets, die nicht komplett in Dollar überschuldet sind, das Thema hatten wir jetzt auch schon öfters, eine Möglichkeit bieten. Und wir haben einfach relativ viele Emerging Markets, die noch sehr stark unterbewertet sind. Die Frage ist dann immer, ob wir in Anführungszeichen als Retailer da groß investieren können. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Vor allem in Indien. Die sind nicht mal zwingend billig bewertet, aber Indien wird wahrscheinlich die nächsten Jahre sehr profitable Möglichkeiten bieten, wenn man denn investieren könnte. Und wir können eben kaum in Einzelaktien investieren, nur in die ganz dicken. Aber ich glaube, da ist viel Potenzial und da, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal nach Möglichkeiten suchen, ob man da irgendwie anderweitig rankommt. Aber das ist ein kleineres Problem in Indien sicherlich, dass man da aktientechnisch zumindest, es gibt ein paar ETFs, aber die bilden halt auch nur die richtig dicken Schiffe ab. Und ich glaube, gerade im Mid-Cap-Sektor bietet sich da die viele Möglichkeiten, aber die haben mit Aktien bis jetzt zumindest nichts zu tun. Ich habe mir mal begonnen, jetzt die Woche ein paar Emerging Markets, Dividenden, ETFs anzuschauen, Einzeltitel oder auch geguckt, was die Holdings darin sind. Generell glaube ich, dass es in den nächsten Jahren ja etwas sinnvoller sein kann, ein wenig weniger Gewichtung im Gesamtportfolioübersicht in die USA zu setzen. Weil ich glaube, die USA wird noch viele Schwierigkeiten haben und da einen gewissen Shift stärker auf Europa und Emerging Markets zu setzen, ist, glaube ich, zumindest Stand jetzt meine persönliche Meinung nicht das Schlechteste. Hier ist auch mal so eine Direktübersicht. Also wir sehen, dass letztlich die Emerging Markets, aber auch Europa und die Pazifikregion wesentlich besser performen als der US-Hauptmarkt. Und viele Experten gehen davon aus, dass das durchaus noch weiterhin der Fall sein wird. Und das ist vielleicht auch der Beginn von einem generellen Shift weg. Oder nicht, also nicht komplett natürlich, aber nicht mehr dieses kranke 80% aller ETFs sind US-Holdings. Und selbst bei den World-ETFs, wenn ihr euch da die Holdings anseht, das ist trotzdem alles USA, dann müsste man dann Equal Weighted gehen und so weiter. Also da muss man schon ein bisschen tiefer reingehen, um sich da die Allokation ein bisschen zu unterscheiden. Ja, das ist einfach so meine Überlegungen. Wenn euch da so ein kleiner Fokusbeitrag interessiert, könnt ihr euch ja melden. Dauert sicherlich noch, aber ich habe jetzt mal angefangen, mir so ein paar Kandidaten rauszusuchen, wo ich wahrscheinlich nach und nach jetzt mal Geld reinstecken werde, um da ein bisschen diversifizierter zu sein, nennt sich das ja immer so ein bisschen. Ja, das ist so eine spannende Aussage von BlackRock. Ich weiß nicht genau, ob ich das teilen werde. Momentan outperformen Bonds die Aktien im jungen Jahr 2023 und das veranlasst jetzt doch einige wieder zu Höhenflügen. Ja, das wird das Jahr der Bonds und so weiter und so weiter. Da wird momentan viel Geld reingesteckt, natürlich, weil es ein katastrophales Jahr 2022 in dem Bereich war. Und BlackRock schlägt jetzt eine genaue Wechselung der Verteilung vor, also ein 40% Aktien, 60% Bonds Portfolio. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich da mitgehen würde, aber wir sehen auf jeden Fall sehr, sehr starke Inflows in die Bonds. Wenn ihr den Zug verpasst habt, würde ich vielleicht warten, bis sich das ein bisschen abkühlt, weil es doch jetzt schon wieder ein bisschen teuer ist. Und ich streue immer mal so ein bisschen ja, etwas bärische Kommentare ein, weil ich. Also ich verdiene auch mehr Geld, wenn wir einen neuen Bullenmove haben, aber ich wäre einfach sehr vorsichtig. Hier ist so eine kleine Auswertung, die wieder rückblickend auf die vergangenen Crashs schaut. Und wir haben eben
Nicht-PMI-Faktoren in, die praktisch vor den Earnings ermittelt wurden und zusammengelegt wurden. Und da sind wir einfach historisch in einem Bereich, der zweimal historisch zumindest zu einem ziemlichen Abfall gefallen, zum ziemlichen Abfall geführt hat. Und wir sind historisch durch die ganzen Stimulien, durch das ganze Geld natürlich auch extrem hoch gewesen. Einfach ein bisschen vorsichtig sein. Für die Leute, die einfach monatlich ihr Geld in bestimmte Sachen packen, nichts Falsches daran, könnt ihr genauso weitermachen. Ihr spielt das lange Spiel, aber weil wir jetzt am Freitag so eine kleine Short-Coverings-Rallye hatten, heißt das nicht, dass der neue Bullenmarkt eingeläutet ist und irgendwie alles super dupi ist. Das können wir anhand von Daten einfach mal vermuten. Natürlich weiß es niemand, ich weiß es auch nicht, aber ich sehe meine Aufgabe hier so ein bisschen, dass ich euch einfach verschiedene Datenpunkte zeige. Wenn es euch interessiert, guckt ihr darin weiter und dann macht ihr euch selbst einfach Gedanken. Und für die etwas konventionelleren Investoren unter euch, wir sind immer noch extrem überbewertet, also die Schiller-PE-Ratio. Wir sind jetzt so, sagen wir mal, knapp unter 30. Historisch hat ein Reversal, wenn überhaupt, eher im Bereich 10 bis 15 angefangen. Und wir sind einfach noch, also wir haben mal 2010 das letzte Mal die 2015 die 15 angeknipst. Und also es ist einfach immer noch eine sehr, sehr starke Überbewertung. Hauptsächlich auf dem US-Markt, aber auch ja, generell, wenn man es mittelt. Also einfach ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht auch so eine Verdeutlichung, was so absurd an der Bewertung ist. Der Revenue von Amazon im Jahr 2022 ist so plus minus das GDP von 300 Millionen Menschen. Kann man jetzt sagen, dass das vertreten ist, vertretbar ist? Ich sage, es ist ein bisschen ja, fragwürdig. Aber in dieser Zeit leben wir und solange die Bewertungen bezahlt werden, ändert sich da auch nichts. Aber wenn man das eben mal weiterdenkt, heißt es natürlich, ja, dass die ärmeren Länder immer weiter kein Land sehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir die Meeresspiegelerhöhung noch sehen. Und wenn wir bei Amazon schon so weit sind, jetzt stellt mal vor, dass SpaceX oder andere Firmen in 10, 20 Jahren vielleicht mal das Asteroiden-Mining beginnen. Da kommen ja dann noch mehr Assets rein und dann wird es immer noch absurder und verquerer. Also die Frage ist, ob man da nicht mal über Forward-PEs und so weiter sprechen sollte. Bleiben wir beim Geldthema etwas unrühmlich. Ich hatte ja am Freitag dazu nochmal einen kleinen Chart geshared auf TradingView und im Reddit. Das zeige ich euch aber gerade. Wir haben, hatte ich letzte Woche angesprochen, nun wieder ein quasi Gridlock im US-System. Am Donnerstag wurde das Schuldenoberlimit erreicht. Yellen hat davor gewarnt. Es sieht aktuell so aus, als würden die Republikaner es drauf ankommen lassen und sie wollen vor allem an Zahlungen für die Obamacare, also Medicare, ran. Sie wollen da Einschnitte produzieren, um eine Erhöhung des Schuldenlimits überhaupt in Betracht zu ziehen und zuzustimmen. Nur mal so historisch, wo wir uns befinden. Yellen ist ja jetzt auch schon etwas länger im Amt und das war 2017, da hat sie davor gewarnt, dass wir eine 20 Trillion Dollar Obergrenze praktisch hatten, dass das katastrophal ist und seitdem. Wir sind jetzt bei 31 Trillionen, Trillions, nicht Trillionen. Ja, hat sich nicht so viel getan. Es wird weiter, die nächste Obergrenze wird natürlich weiter erhöht werden. Was es für das amerikanische System bedeutet, ist, dass dadurch, dass die Republikaner jetzt einfach die Mehrheit haben, werden die zu wenig Eingeständnissen bereit sein. Es wird jetzt sich dagegen gewehrt. Die Demokraten werden sich beschweren, dass es gegen den nationalen Geist geht und so weiter und so weiter. Historisch wird Biden irgendwann gezwungen sein, da Zugeständnisse zu machen. Das wird allerdings etwas dauern. Es wird jetzt wieder so sein, dass wahrscheinlich Bundesangestellte kein oder weniger Gehalt bekommen. Irgendwann werden die Nationalparks geschlossen, nationale Post und so weiter und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Jetzt haben wir allerdings verändertes politisches Kräfteverhältnis. Und das letzte Mal, als das passiert ist und Obama irgendwann einknicken musste, war eben 2011 und da hatten wir nochmal allein dadurch einen schnacklichen minus 20% Drop im SPX.
Und wenn wir noch weiter zurückziehen, jedes Mal, wenn praktisch die Republikaner in Kontrolle waren und ein demokratischer Präsident da war, hatten wir fast eine Rezession oder eine Rezession. Ich glaube nicht, dass es diesmal anders wird. Es wird jetzt wahrscheinlich sogar schlimmer, weil sie an die sozialen Gelder ran wollen und da der Kampf erbitterter wird. Aber letztlich haben sie die politische Mehrheit und können das eben dann mit Zeit erzwingen. Die Frage ist, wie lange es dauern wird und einfach so als Tipp, auch wenn ihr euch sonst nicht für amerikanische Innenpolitik interessiert, es wäre die nächsten Monate vielleicht sinnvoll, zumindest mit einem halben Ohr in dem Bereich zu hören, weil meiner Meinung nach ist es völlig egal, wie gut jetzt die Earnings werden und ich kann mich ja in allen Sachen irren. Wenn dieses Problem nicht gelöst wird und wenn die Republikaner dicht machen die nächsten Wochen und Monate, wird es der Wirtschaft schaden. Braucht ihr gar keine anderen Gründe wie Krieg, wie globale Überschuldung und sonstiges in die Karte aufzunehmen, sondern da reicht das alleine, um zumindest den amerikanischen Markt und damit quasi den Weltmarkt als Gegenreaktion, als Mitreaktion runterzubringen. Das zeigen auch die Swaps. Die Swaps gegen den US-Default haben ein wenig, möchte man sagen, an Wert gewonnen die letzten 2, 3 Wochen. Wer da eingekauft hat, hat da wahrscheinlich einen ganz guten Revenue gemacht. Aber genau, der Meinung bin eben nicht nur ich, sondern wir schauen mal. Das hatte ich schon kurz angesprochen. Die Earnings Season waren es gemischt, die Ausblicke auch. Und viele Banken sammeln praktisch auch Geld, um mögliche Kreditausfälle zu überleben und ihre Assets da ein bisschen zusammenzuhalten und ihre Bücher auch einigermaßen in Balance zu halten. Da wird es jetzt spannend sein, wenn die Banken schon so gemischt sind, wie es dann bei den großen Industrieunternehmen aussieht die nächsten Wochen. Ich kann mir es genauso plus minus vorstellen, aber die Ausblicke werden interessanter. Das kommt auch, ich glaube, nächste Woche als Höhepunkt, sogenannte Buyback-Blackout-Periode. Die Frage ist immer, wie viel Gewichtung das hat. Die kommt eben zu einem Ende für einen Großteil der Aktien. Wir hatten ja 2022, auch bedingt durch den großen Verfall von Aktienwerten, sehr, sehr viele angelegte und angekündigte Buyback-Programme der großen Unternehmen. Per SEC-Regularium müssen sie damit 5 Wochen vor ihren Earnings aufhören. Das wird jetzt oftmals dann praktisch als Erklärung für den Drop im Dezember erklärt in einzelnen großen Aktien und so weiter. Das Problem ist, dass diese Regeln nicht wirklich stabil sind, weil es gibt zig Ausnahmen und wenn praktisch es ein angekündigtes Buyback ist, dann ist es davon quasi auch nicht betroffen und vor allem gibt es keine richtige Reporting-Funktion. Das heißt, wenn ihr das so ein bisschen auf Twitter oder sonst wo gelesen habt und das so als Erklärung rangezogen wird, einfach ein bisschen aufpassen. Ich glaube, finanziell hat diese Buyback-Blackout-Periode überhaupt keine Aussagekraft, wenn dann psychologisch, weil es halt früher unüblicher war, dass so große Programme vorab angekündigt wurden und bei den praktisch spontanen Buybacks mag das gegolten haben. Aber wir hatten ja gerade 2022 einfach viele, viele Angekündigte und da einfach ein bisschen nicht zu viel in die Sachen reingeben. Ja, das hatten wir auch schon, vor allem in den USA kommen jetzt nach und nach die Kreditrahmensprengungen und allgemeine Nichtbedienbarkeit von Kreditkarten, Schulden immer mehr, Privatinsolvenzen kommen jetzt nach und nach. Muss man auch sagen, viele haben ja da zig Kreditkarten. Wenn halt eine aufgebraucht ist, wird gerade die nächste gezückt oder es wird mal schnell noch eine neue über irgendwelche dubiosen Kanäle eröffnet. Das wird uns wahrscheinlich 2023 begleiten. Ich gehe davon aus, dass die Privathaushalte in den USA in ziemliche Untiefen kommen und es da Privatinsolvenzen hagelt und dass Zwangshaushausverkäufe und so weiter auch so mit sich zieht. Und wir uns da wahrscheinlich eine weitere Krise gerade aufbauen. Das hatte ich vorhin schon angesprochen, einfach mal so als kleiner Vergleich. Sage ich auch schon seit über einem Jahr, aber wenn man das mal so sieht oder warum auch das Quantitative Tightening beispiellos sein wird und weil das dann doch heftige Auswirkungen einfach haben wird. Wir haben einfach eine absurde Menge an Steuerbelastungen
politischen, steuerökonomischen Hilfestellungen und direkten Stimuli an die Bevölkerung, an Firmen. Das sieht bei uns ähnlich aus, aber in den USA hat es doch ziemlich exzessiv weiteres Geld gegeben. Und wenn das jetzt alles nach und nach weggenommen wird, kann es einfach für Einzelunternehmen und so weiter ziemlich böse sein. Ist auch ein Grund, warum jetzt diese Massenlayoffs kommen. Ist völlig normal. Da brauchen wir noch gar nicht mal über eine veränderte ökonomische Situation zu sprechen. Viele Unternehmen haben einfach damit gerechnet, dass die Pandemie uns viel, viel länger begleiten wird, beziehungsweise dass es nicht so schnell zu erfolgreichen Massenimpfungen kommen wird. Und deswegen haben die Unternehmen mit starkem E-Commerce, mit starkem Digitalaspekt einfach viele, viele Leute angestellt. Plus diese Sache mit dem Homeoffice hat natürlich viele Arbeiten auch lukrativer gemacht. Und das ist jetzt nicht so gekommen und jetzt wird einfach der Exzess abgebaut, plus wahrscheinlich ein bisschen mehr, um Steuern, um Geld zu sparen. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, ist einfach, glaube ich, eine Gegenreaktion auf zu heftige Vorausplanungen während Corona. Ja, da müssen wir uns jetzt nicht wundern und das, ja, ist, denke ich, ein normaler Zyklus. EZB war sehr hawkisch eigentlich unterwegs, muss man sagen, vor allem aus Davos, wohingegen die Fed jetzt die letzte Woche eher ein bisschen friedlicher unterwegs war. Wird spannend sein, ob sie beim 25-Prozent-Punkte-Hike bleiben. ECB wird es wahrscheinlich ein 0,5er werden. Aber hier gibt es jetzt auch wieder die ersten GDP-Forecasts, sind ja am Donnerstag oder Freitag rausgekommen. Und da sehen die meisten eigentlich generell in der Eurozone ein positives, wenn auch nur leicht positives GDP-Wachstum. Das hätte man vor ein paar Monaten wahrscheinlich auch nicht gedacht. Man muss auch sagen, dass einfach der milde Winter extrem dazu beigetragen hat. Das hat doch einige Berechnungen dann mal über den Kopf geworfen. Jetzt müssen wir mal sehen, das nächste ist eben Anfang Februar, wie es da vom Hike her aussieht. Aber ja. Vielleicht dazu, weil es gerade dazu befasst, bevor ich auf die Sachen rausgehe. Es sieht wohl so aus, als bedingt auch durch den milden Winter hätte man praktisch die Abhängigkeit von Russland, was Energie anbetrifft, vor allem in Europa, nahezu komplett überwunden bzw. ersetzt. Und da ist dieses Kalkül wohl auch nicht aufgegangen. Was ich jetzt nicht als Grafik dabei habe, hatte ich aber gestern dann gelesen. Hintenrum sieht es aber so aus, dass ja, die Sanktionen nach und nach aufgeweicht werden. Also die Importe und Exporte von Russland sind bei einigen Dingen fast wieder auf Vorkriegsniveau. Vor allem Indien, Türkei und China sind da die Haupttreiber, die einfach die Länder, die sich noch mehr an die Sanktionen halten, ersetzt haben. Es ist natürlich nichts. Also was diese Tech-Restriktion angeht, Mikrochips und so weiter, das passt schon so noch, aber es ging ja auch darum, die wirtschaftliche Fähigkeiten von Russland zu minimieren. Und da haben eben diese Länder und andere kleinere dazu beigetragen, dass das nicht so hebt. Die Frage ist, wie es weitergeht. Es sind allerdings auch nur Vermutungen, ne? Also seit Kriegsbeginn veröffentlicht Russland keine Zahlen. Man kann es aber nur über Proxy-Statements von der Zentralbank so ein bisschen herleiten, weil die immer noch reporten und da muss man eben so quasi Berechnungen anstellen. Aber das einfach, falls das in den Medien in den nächsten Wochen auftaucht, so ein bisschen als Hintergrund. Ja, müssen wir mal sehen. Ja, Leopard-Geschichte. Ich verstehe es nicht, muss es auch nicht verstehen, bin kein Politiker, aber ja, also diese Argumentation, dass die Abrams geschickt werden. Ich muss kurz mal Nox aus dem Schrank holen. Die springt nee, nicht. Die ist leider noch groß genug und vor allem dünn genug, um durch ein kleines Loch in der Bodenabdeckung hinter den Herd zu kommen. Und ja, ich hoffe, sie wird einfach größer. Und jetzt gucken wir mal, wann sie rauskommt. Die Abrams werden nicht geschickt. Das ist völliger Blödsinn. Die Frage ist auch, wie effektiv sie sind. Und machen ja wartungstechnisch auch keinen Sinn. Hier dazu die kleine Übersicht hier. Also ein großer Argumentpunkt, warum man keine oder warum man sich davor, vor dieser amerikanischen Geschichte hindert, Leos zu schicken, ist, dass man ja erst die Wartung und die Ersatzteile sicherstellen müsste und dass das sehr kompliziert wird. Polen sagt, ist kein Problem und es gibt genug Länder, die Wartungs- und Ausbildungsfacilities in der Nähe
nicht in Deutschland, sondern in der Nähe von Ukraine haben, von der Ukraine haben. Und ja, das wäre ja bei den Abrams noch schlimmer. Also wenn das als Argument angeführt wird, wie soll es denn dann meinen amerikanischen Tanks, die über ein anderes Schraubensystem etc. verfügen? Also das ist ja ziemlicher Bullshit. Ich denke, der Druck wird höher. Es gibt auch jetzt so vorsichtige Berichte, dass vielleicht Russland, Entschuldigung, dass Polen quasi auf die vertraglichen Bestimmungen nichts mehr gibt und einfach so die Leos weitergibt. Das wäre natürlich ein rechtliches Battle, was darauf folgen würde. Und dann wird gedroht werden, dass man eben dann nichts mehr nach Polen exportiert. Polen hat aber mittlerweile eine eigene Main-Battle-Tank-Entwicklungslinie. Ich denke, der Druck wird immer höher. Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich zu einer Lieferung kommen wird. Ich denke nicht aus Deutschland, sondern dass praktisch die Exportgenehmigungen der Länder, die es bereits angeboten haben, ja, dass das durchgeht. Ich glaube aber auch weiterhin, dass es zu spät sein wird. Also im besten Falle dauert es einen Monat, bis die ukrainischen Soldaten an den Geräten ausgebildet werden. Und sehr wahrscheinlich kriegen wir eine russische Gegenoffensive in den nächsten 1, 2 Monaten. Also das ist wahrscheinlich genau die paar Wochen zu spät, wo sich die Regierung da ein bisschen gesträubt hat oder Teile der Regierung, keine Ahnung. Müssen wir mal sehen, wie es sich ausgeht. Allerdings, also ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt nichts in dieser Richtung passiert. Es macht Sinn, es ist militärisch notwendig und die Dinger stehen auch nur rum. Kleiner. Sind wir jetzt raus, ihr zwei? Kleine Info, es gibt zwei Szenarien, die das Ganze ein bisschen spannender machen. Und die Frage ist, wie schnell die USA da reagieren können. Polen hat eine relativ hohe Anzahl an Abrams bestellt, um ihre T-72 zu ersetzen. Und die werden aber jetzt erst geliefert. Soweit ich das sehen konnte, wurde da noch nichts geliefert. Jetzt könnte man natürlich die Amerikaner ein schönes Charadespiel machen und aus eigenen Beständen, also nicht direkt von der Industrie, die Abrams Polen schicken und noch ein bisschen extra vielleicht sogar mit der Zeit, damit sie Teile davon an die Ukraine weitergeben könnten. Den Schachzug könnte ich mir vorstellen. Ja, muss man mal sehen, wie es funktioniert. Und des Weiteren gibt es wohl auch. Also es gibt Berichte, dass Polen praktisch jetzt gesagt hat, dass sie ein Bataillon, also ein Panzerbataillon ausbilden von der ukrainischen Armee in der nächsten Woche sogar. Da ist die Frage, ob dann nicht doch direkt was weitergegeben wird. Also da vielleicht, wenn ihr euch dafür interessiert, ein bisschen reinschauen. Grundsätzlich, damit beende ich die militärgeschichtliche Studie, die Main-Battle-Tanks, liest man es ja auch in den Medien, arbeiten quasi sinnvollerweise in kombinierten Waffengattungen mit den Schützenpanzern, die eben jetzt schon da sind, die Bradleys bzw. die Marder. Und da ist immer so ein Verhältnis von 1 zu 2 sinnvoll, um ein Panzerbataillon aufzubauen der kombinierten Waffengattungen. Also du hast eine Kompanie Main Battle Tank und 2 Schützenpanzer. So als Hintergrund. Und wir haben jetzt doch einige Kompanien Schützenpanzer mittlerweile der Ukraine versprochen. Also ja, so ein bisschen, ja, wie es aktuell aussieht, weiter Stellungskrieg, nach Geheimdienstberichten sterben wohl aktuell leider 300 Soldaten pro Tag aus der Ukraine. Gibt wie immer keine offiziellen Soldaten, aber es ist einfach erbitterter Stellungskrieg mit Artillerie, das geht meistens nie gut. Es gibt einzelne Erfolgsmeldungen auf beiden Seiten und das ist natürlich immer beste Propaganda, aber auch natürlich Effektivität, wenn man für ein paar tausend Dollar einfach eine Panzerabwehrrakete, mehrere Millionen teures Gerät ausschalten kann. Und wenn ihr euch erinnert, das hatte ich in den vergangenen, sind wir endlich draußen, ist ja wunderbar. So, von den Dingern gibt es nicht viel. Und bestätigte Abschüsse haben wir jetzt langsam doch einige. Und das ist die modernste Kampfpanzervariante, die die Russen haben. Und dann, also arg viele dürften dann nicht mehr funktionsfähig in der Ukraine rumschwirren. Von daher dürfte das die natürlich besonders schwer treffen. Und ein weiteres Beispiel, wie man mit sehr günstigem Material
ja, interessante Ergebnisse schafft. Das ist tatsächlich mal lohnenswert, sich das anzuschauen. Das Vorgeplänkel müssen wir einfach glauben. Es ist ja auch wurscht ein bisschen, also ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht. Hier sehen wir praktisch die Kamera-Footage von anderen Drohnen, die eine Drohne beobachtet, wie sie mit einem Seil und einem Haken, so sieht es zumindest aus, ein Funkgerät, also hinfliegt und ein Funkgerät aus der Kampfzone schnappt und vermeintlich ist es dann einfach ein verschlüsseltes Militär. Funkgerät der Russen. Aber so allein technisch relativ spannend. Könnt ihr euch da mal anschauen, wenn es euch interessiert. Ansonsten gibt es aus der Ukraine nichts. Man wird sehen, ob dieser Innenminister Flugzeugabsturz ja, ein Anschlag oder ein Abschuss seitens der Russen waren, wenn man überhaupt was hört. Und wird jetzt, ich denke, so langsam dürften wir in einen Gegenoffensivbereich kommen, zeitlich und auch klimatisch. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen so sein und da muss man sehen, wie gut die Ukraine dagegen standhalten kann. China gibt es aktuell nicht wirklich viel. Wir haben jetzt neues Jahr, also das neue chinesische Jahr hat ja am Wochenende begonnen. Es ist eine absurd hohe Milliardenmenge an Bus- und Zugtickets inner China gekauft worden. Die Leute klappern praktisch ihre ganzen Verwandten ab. Xi Jinping hat zum allerersten Mal seit Jahren keine Reise durchs Land gemacht, um die Neujahrswünsche zu überbringen. Experten, vor allem aus Europa, befürchten, dass wir jetzt eine riesige Covid-Welle haben, die dann aber vor allem auf der ländlichen Bevölkerung durchschlägt, weil es dort eben keine intensivmedizinische Betreuung gibt. Das heißt, jetzt, ne, hypothetisch, die eventuell nicht erkannt infizierte Stadtbevölkerung, also die Töchter und Söhne, gehen zu ihren Eltern aufs Land, stecken da die Eltern an oder die Alten an, hauen wieder ab in die Städte, alles gut. Im Land breiten sich dann Infektionsherde aus und die haben eben dort keine ja, große medizinische Versorgung und dann kriegen die Leute das halt zu Hause und ja, sterben dann im Zweifel auch zu Hause. Jetzt bist du wieder hinten drin, ist ja super. Gut. Hoffen wir mal, dass sie wächst. Das wird einfach ja, ein Problem. Wir haben gleichzeitig auch noch, wobei ich dazu wenig Informationen habe, aber vielleicht so als Hintergrund, wir haben gleichzeitig einen demografischen Wandel. Das habe ich schon öfters vorgebracht. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine sinkende Zahl von Neugeburten unter Todesrate in China. Das heißt, es beginnt jetzt eventuell, was viele Experten auf 2040 angedacht haben. Gleichzeitig haben wir eine relativ interessante Shiftung weg aus den Städten hin aufs Land. Ich kann mir das nur so erklären, dass eben die Söhne und Töchter jetzt für ihre Eltern praktisch verantwortlich sein wollen, wie es kulturell einfach in China ist und deswegen aufs Land ziehen. Hier ist es spannend, erinnert euch vielleicht, chinesische Haus- oder Gebäudebereich ist mit die größte Asset-Klasse der Welt oder ist die größte Asset-Klasse der Welt und in den letzten Jahren wurden extrem viele große Bauvorhaben und ganze Wohnparks und ganze Städte letztlich gebaut. Und die sind ja teilweise noch gar nicht bezogen. Wir haben die Häuserkrise in China mit Evergrande und so weiter. Wenn jetzt die junge Bevölkerung aus den Städten rauszieht, kann es sein, dass es da einfach Bauwüsten werden und diese größte Assetklasse der Welt ja, etwas problematisch erscheinen lassen. Aber das vielleicht so gerade mal als kleiner Hintergrund. Wenn wir uns so an sonstige Themen, die die Welt und die Wirtschaft betreffen, einfach so als kleines Auffrischungsvideo, das ist ein Zusammenschnitt, finde ich ganz spannend, wie praktisch überhaupt Kupfer gemint wird und wie das weiterverarbeitet wird, was für Schritte, wenn euch das überhaupt nicht sagt und euch interessiert, ist auch mal ganz interessant, sowas zu sehen, vor allem wenn man irgendwie in Commodities auch investiert ist, einfach mal so die ganzen Wertschöpfungsprozess sich da mal vor Augen führen und welche Bereiche vielleicht auch wichtig sind, wenn man nicht nur die Miner oder nicht nur die Endprodukte investieren will. Es gibt ja genug Zwischenreihen. Habe ich gleich auch noch was zu Mikroprozessoren. Das ist so eine Zusammenstellung, was eben verdeutlicht, dass Indien wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit der wichtigste Player global sein wird, weil die einfach jetzt diese Shiftung, die China auch hinter sich hat, von einer sehr, sehr ländlichen Industrie und Bevölkerung hin zu Großverstädterung, Bildung und damit auch Industrieaufbau vor sich hat. Wie gesagt, mit dem kleinen Caveat, dass wir da als Privatinvestoren aktuell zumindest wenig investieren können, aber so als Perspektive
Ist natürlich nicht alles glänzend. Die haben auch genug Korruptions- und Verschmutzungsprobleme. Ist nicht alles Gold da unten, aber könnte ein interessantes Betätigungsfeld in den nächsten Jahrzehnten sein. Hier einfach mal auch so ein kleiner Cheat-Sheet, wie einfach die Crude Oil-Flüsse einfach sind, wie die Transportwege sind. Und eben, das ist natürlich weniger geworden. Und das ist verstärkt worden, was Russisches angeht, aber eben wo praktisch was produziert wird und wo es hingeschickt wird. Einfach so als kleine Übersichten auch so die Plus-Minus Transportmengen. Wenn ihr da Infos braucht, ist das vielleicht eine ganz interessante Sache. Zum Gold, wir schauen uns gleich die Charts an, die ich vergessen habe. Mea culpa, das setze ich jetzt gleich dann ans Ende, ausnahmsweise. Wir haben eine große Goldallokation, eine stärkere werdende Goldallokation aus den USA. Wenn wir uns das aber GDP-weit ansehen, sind vor allem Frankreich und Deutschland eifrig dahinter. Hier ist so eine kleine Dunkelziffer in China. Man glaubt, dass die chinesischen Goldreserven die der USA übersteigen. China produziert extra ja, produziert relativ viel Gold und es ist vermutlich, es gibt da eben keine Zahlen, dass sie den wenigsten Teil überhaupt exportieren, sondern relativ viel, was nicht reported wird, selbst behalten. Also da ist einfach so eine kleine Dunkelziffer, dass dieser gelbe Balken noch viel, viel höher ist. Aber es gibt praktisch eine kleine Rückflucht in Gold. Der Goldpreis steigt. Sehen wir mal, wie es die nächsten Monate aussieht. Und eben hier auch so Halbleiter angeht. Einfach mal so eine Wertschöpfungskette, welche Firmen da einfach relevant sind, was es da für Möglichkeiten gibt, vielleicht auch die man jetzt nicht so kennt. Wenn ihr da im Bereich investiert seid oder euch das überlegt, könnt ihr euch ja mal die einzelnen Sachen anschauen und hier auch, was Commodities angeht, nochmal so ein kleiner Zeitabriss, welche Commodities in welchem Jahr stark gewonnen, stark verloren haben. Und wir haben eben hier auch Zyklen. Das muss man immer so ein bisschen beachten. Und momentan stinkt ja zum Beispiel Gas komplett ab, aber das gab es historisch auch und danach gab es wieder starke Jahre. Also Commodities hat natürlich einfach entsprechend harte Sprünge. Bevor ich jetzt weitergehe, machen wir tatsächlich die Charts, dass ich das nicht komplett vergesse. Ist jetzt mal gut. Wir haben eben am Freitag einen starken Rebound gehabt, massives Short Covering und Short Verbrennen vor allem, bedingt auch durch OPEX, weil wir da ja viel, viel Calls und Puts hatten. Warum gab es jetzt diesen starken Be Gegenbewegung? Habe ich jetzt auch einige Fragen auf Reddit bekommen. Naja, weil die Bären es nach Donnerstag nicht geschafft haben, den riesigen Bereich, wo ich hier mal schön eingezeichnet habe, der einfach dauernd zwischen Supply und Demand wechselt, durchzubrechen. Wurde nicht geschafft, also gibt es einfach eine Rotation nach oben. So einfach, so simpel. Wir hatten noch eine offene Fair Value Gap, die wurde geschlossen und dann ging es halt weiter. Und jetzt sind wir wieder im Bereich, wenn ich das jetzt genauso zeichne, wo wir auch schon zigfach waren. Wir sind jetzt einfach am oberen Ende der Range. Wir haben, wenn wir uns die SMAs dazu nehmen, haben wir die SMA auf dem Daily wieder überschritten am Freitag. Jetzt gucken wir einfach mal, ob wir es überhaupt schaffen, einen Tag darüber zu bleiben, wie hier auch schon. Und ob wir einen Retest von der Trendlinie bekommen oder ob wir wieder runterbrechen. Wer weiß. Aber das ist die rein technische Erklärung ist, dass praktisch die SMA 20 gehalten hat und dass die Bären es nicht geschafft haben, durch diesen Bereich durchzubrechen. So einfach ist es. Und jetzt gucken wir, ich denke, die Earnings werden da entscheidend sein, sage ich euch aber auch nicht. Ja, nichts Neues letztlich, das hatten wir die ganze Zeit auch schon. Wenn wir uns die Tech-Werte ansehen, gleiches Spiel. Hier haben wir eventuell ein Crossover, ein Bullishes der SMA 50 über SMA 100. Sind aber genauso auch wieder die Trendlinie hier im Nasdaq habe ich jetzt nicht gezeichnet, aber es ist genau das gleiche. Wir sind kurz davor. Wir haben hier oben noch eine offene Value Area High, so wie das aussieht. Wir haben gerade einen offenen POC geschlossen am Freitag bei 11.650 rum. Das könnte angetestet werden oder geschlossen werden vielmehr. Und dann muss man mal weitersehen. Die Small Caps haben auch einen starken Rebound. Die haben noch nicht mal
Ein Retest der 200er SMA erlebt. Hier haben wir auch noch schöne offene Grenzen, also es kann durchaus noch ein paar Tage hochgehen. Ist es sustainable? Ich glaube nicht, aber wenn es so ist, freuen sich meine Long-Werte natürlich. Ich zeige euch später in meiner Übersicht, dass mein Hedge immer noch grün ist, aber natürlich, hindsight ist 2020, hätte ich mir auch gewünscht, den bei plus 500% zu schließen. Ist nicht so gekommen. Aber dafür ist es ein Hedge und keine blinde Wette in eine Richtung. So ist es halt. Natürlich die Leute, die jetzt zu spät, in Anführungszeichen, gehedged oder zu spät short gegangen sind, sind jetzt ausgestoppt worden. Aber so ist eben das Spiel. Wenn wir uns den VIX anschauen, eigentlich nichts, ja, nichts Wichtiges, wir sind unter der 22 geblieben, bedingt durch OPEX natürlich gab es am Donnerstag jetzt die hohe Volatilität und dann gab es einfach am Freitag nur eine Richtung, nämlich nach oben mit dem kleinen Judas-Swing am Anfang, soweit so unspektakulär. Das kann gut sein, dass er sich jetzt in 20er-Bereichen noch aufhält. Und ob wir da die 18 nochmal sehen, werden wir schauen. Ist für mich zum Beispiel wieder ein Zeitpunkt, da erneut short zu gehen. Wenn wir uns den DAX anschauen, hier haben wir eine kleine Erholung, hatte ich auch schon angesprochen, aber auch nichts Weltbewegendes. Ich denke, wir haben hier eine ganz gute Base gefunden bei 15.000. Sind jetzt wieder gut darüber geschlossen, haben jetzt noch ein paar Ziele. Über 15.250 wird es wahrscheinlich schwer, erstmal rüberzukommen, wenn wir uns das ein bisschen auf der langen Sicht ansehen. Haben wir hier noch ein ganzes Stück offen bis 15.500 und dann müssen wir noch mal gucken. Aber das ist ansonsten grundsolide, kleines Rebasen. Ich könnte mir sogar, wie gesagt, einen Retest auf die 14.650 vorstellen. Wir haben hier einen schönen Bounce rein technisch der SMA 20 auf der 100er und auf der 50er und die 50er krebst auch so langsam hoch. Also das sieht alles ganz gut aus, wenn wir uns den FTSE anschauen, der hat ein bisschen stärker verloren, vor allem am Donnerstag. Allerdings sind wir jetzt einfach auch historisch auf extrem starken Werten. Wir sind knapp vor Allzeithoch, also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich mag eigentlich sehr gerne den FTSE zu traden, halte mich aber momentan raus, weil es mir echt so gefährlich ist, weil ja, da kann irgendwie alles passieren. Und ich glaube, das ist einfach zu hoch für die aktuelle Situation. Von daher bleibe ich da draußen. Dollar hat weiter verloren. Ich glaube, wenn jetzt nicht noch groß was passiert, wird es nach und nach ein Decline. Wir haben hier praktisch das letzte Low. Angetestet, gab es dann starken Hochpush, aber jetzt sind wir wieder runtergebrochen. Ich denke, wir haben nochmal einen Retest von dem Bereich, also 101.15, 1480 vor uns. Da muss man sehen, wie die Reaktion ist. Umgekehrt ist es natürlich so, dass wenn ich Euro-US-Dollar finde hier, dass wir hier einen starken Anstieg haben, der performt etwas besser als umgekehrter Dollar. Zusammenbricht. Hier haben wir auch ein gewisses Plateau erreicht bei 1,085. Mal sehen, wie es hier weitergeht, aber ich glaube, der Dollar wird noch ein bisschen weiter verlieren, was positiv bullisch für die Aktien und auch für Gold ist. Wir haben hier die kleine Fair Value Gap, glaube ich, geschlossen oder zumindest, ja, haben wir geschlossen. Das heißt, die können wir uns auch sparen. Wir haben jetzt eine größere knapp unterhalb von 1,980. Technisch grundsolide, immer schöner Push, Retest, Push, jetzt wahrscheinlich einen kleinen Retest auf 1900 wahrscheinlich, dass wir da nochmal ein neues Test haben, oder nicht so ganz, 1950 wahrscheinlich, 1910. Passt. Die Hoffnung für viele, die Gold handeln, ist, dass wir praktisch so einen Exzess-Push nach oben wie die letzten zwei Male bekommen. Das heißt, dass wir eventuell 1970 diese Fair Value Gap hier schließen. Und es dann einfach einen extremen Euphorie-Push gibt, der uns über die 2000 bringt und dann wahrscheinlich wieder einen Abverkauf. Aber das hoffen einfach viele darauf, die hier long sind, dass sie hier bei diesem Exzess-Push rauskommen können.
Und ja, müssen wir mal sehen, wie es aussieht. Technisch ist Gold extrem gut. Ob ich jetzt frisch reingehen würde, steht auf einem anderen Blatt wahrscheinlich eher nicht. Ich würde eher die Rücksetzer versuchen mitzunehmen. Aber ja, passt. Wenn wir uns Bitcoin und Ethereum ansehen, hier sind wir weiter in einem Short Covering. Hier haben wir ein mittleres, das letzte Higher High rausgenommen oder Lower High, wie man sieht. Der nächste Bereich wird jetzt hier auf 24.000 sein, psychologisch. Wir haben mal kurz über die 23.000 geblinzt, sind mit abverkauft, aber der Push übers Wochenende zumindest ist weiterhin da. Hier sehen wir dann eigentlich einen ganz schönen Vergleich, wie es technisch eben umgekehrt zu Gold ist. Hier haben wir wenig Retests, sondern wir haben einen kontinuierlichen Push, genauso wie wir einen kontinuierlichen Decline haben. Das bedeutet, dass die Gegenbewegungen genauso explosiv sind. Ne? Also hier haben wir praktisch viele, 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 viele Order stehen gelassen. Wir haben riesige Fair Value Gaps aufgebrochen. Umgekehrt haben wir das jetzt hier genauso. Das heißt, wenn es dann zu einem Abverkauf kommt, wird der sehr wahrscheinlich genauso erbarmungslos wie der Hochpush. Das einfach so ein bisschen im Auge behalten. Wenn ihr da länger positioniert seid, einfach aufpassen mit euren Stops, weil die Bewegungen dort können allein durch die Struktur ziemlich brutal sein. Und ähnliches wie bei Ethereum, wobei mir das technisch fast noch besser gefällt, weil wir hier eben die Retests haben, die ich in Bitcoin vermisse. Bisschen zumindest. Hier unten haben wir auch Löcher, aber zumindest zum Beispiel im Vergleich heute haben wir da einen ordentlichen Rücksetzer. Ja, das war's von den Charts. Jawohl. Krypto habe ich nicht viel, gibt es wenig Neues zu berichten, nur so ein bisschen, weil es auch jetzt in den Mainstream-Medien angekommen sind. Die Frage ist, als was es reguliert werden sollte, und viele Firmen merken jetzt gerade, dass Bankenregulierung meistens nicht die beste Idee ist. Es hat jetzt wieder ein paar kleinere erwischt. Ich denke einfach, diese Kryptowinter ist noch nicht vorbei, und ja. Muss man sehen, wie man überhaupt rauskommt. Genau, das war's. Kurz zur persönlichen Performance. Ich habe am Freitag, wie fast zu erwarten, die Apex nicht geschafft, beziehungsweise habe es alles auf eine Karte gesetzt. Das hat nicht funktioniert. Hintergrund, warum ich es jetzt praktisch an die Wand gefahren habe: Ich werde am Montag und Dienstag einfach kaum richtig Zeit haben, und mein nächstes Billing wäre eben am Dienstag. Und einfach zur Verdeutlichung, ich war diesen Monat auf 16 Dollar monatlicher Beitrag, was halt lächerlich ist, deswegen hat es mir jetzt auch nicht wirklich was einen Ast abgebrochen. Und sie haben jetzt doch wieder einen 80-prozentigen Sale, der bis morgen geht. Und es würde dann 33 kosten. Im Hintergrund, normalerweise würde dieser 50.000 Dollar Account, der ein 2.500 Dollar Account ist, 100 68 Dollar kosten. Das würde ich nie bezahlen. Die 30 Dollar ist es mir der Spaß wert. Also wahrscheinlich werde ich mir da einen neuen klicken und mein Bestes probieren. Und ich bin jetzt, also selbst wenn ich das dann nochmal neu mache, bin ich noch nicht mal bei der Hälfte oder knapp der Hälfte von einem echten Monatsbeitrag. Von daher ist das alles entspannt. Ninja Trader macht tatsächlich sehr viel Spaß, die Futures zu handeln auch. Mal gucken, wie es weitergeht. Momentan ist es eine sehr spannende Erfahrung, und für das Geld, ja, kann man das durchaus mal machen. Wie gesagt, ich würde nie die normalen Preise bezahlen, aber genauso, es wäre mir FDMO auch zu teuer, aber das muss ja natürlich jeder selbst wissen. Im CFD-Konto ist es sehr schön eigentlich tatsächlich. Ziel erreicht, wunderschön, komplett grüner Monat bisher, toi toi toi, ich hoffe, ich kann es durchhalten. Das ist eben der Rest-Hedge, der ist auch offen. Mal gucken, ich habe ein Stop-Limit knapp im Positiven. Ich lasse das laufen. Ich bin eben, also Futures-Wert bei 40, 30 Short gegangen, und das ist beim US 500 CFD 4012 rum. Eigentlich ein sehr, sehr guter Entry. Mal sehen. Wenn er geschlossen wird, sollten meine übrigen Aktien gut performen, und dann ist der Hedge eben nichts wert gewesen. Das Schöne bei TD 365 ist, dass ich quasi noch Geld bekomme, weil ich, also wir erklären es uns so, ob es stimmt, wissen wir nicht.
Aber ich kriege praktisch nichts abgezogen als Haltegebühr, sondern kriege in den meisten Fällen täglich ein paar Cent dazu, weil ich wahrscheinlich entgegen der übrigen Kundschaft short bin. Die meisten werden wahrscheinlich long sein über Nacht. Und dann muss der Broker nicht selbst gegen hedgen, sondern ich stelle praktisch den Hedge der Gegenseite dar. Und da zahlen sie dir halt ein bisschen ein paar Cent, anstelle dass du ein paar Cent an Haltegebühr für dich hast, was sehr angenehm ist. Deswegen war allein diese Woche, wobei ich permanent die offene Position hat, nett positiv, 50 Cent oder so, aber immerhin. Das ist einfach eine schöne Nebensache. Genau. Falls von euch noch jemand TD 365 als Broker hat, man kriegt ja immer die täglichen und die wirklichen Statements, die formattechnisch eine Katastrophe sind, meiner Meinung nach. Und ich habe mich jetzt mal dran gemacht, eine Excel-Formatierung hinzubekommen, wo ich dann einfach wöchentlich das PDF oder die Inhalte vom PDF reinknalle, dann ein paar Sachen für spätere Berechnungen mir rausziehe und mir dann eine Wochenübersicht und eine Gesamtübersicht bastel. Wenn ihr das benötigt, wenn ihr das haben wollt, kann ich da praktisch ein Template draus bauen und das irgendwo online stellen. Lasst es mich wissen. So ist es mir aber dann doch lieber. Ja, da könnten sie noch ein bisschen dran aufbauen. Ich finde also das Format ist schrecklich und es lässt sich auch wirklich nicht schön importieren, sondern man muss da ein paar nicht automatisierte Zwischenschritte machen. Genau, das war's hierzu. Es haben mich jetzt einige gefragt, ob ich zu Prop-Firmen allgemein mal ein Video machen kann. Ich hatte es eigentlich versprochen, aber Krankheitsfälle in der Familie haben das übers Wochenende etwas verhindert. Kann ich noch machen. Ich bin halt natürlich, was Steuern und Finanzsachen angeht, nicht. Ja, nicht fähig da und auch nicht erlaubt, da irgendwelche Aussagen zu machen. Ich kann euch mal meinen Take sagen, warum, wieso, weshalb. Und ich bin weiterhin der Meinung, für das Geld kann man das ruhig machen. Ob man da sonst so viel bezahlen müsste, wie es außerhalb dieser Offers ist, glaube ich jetzt nicht, aber das muss auch jede selbst wissen. Aber ich finde es eine sehr schöne Möglichkeit, einfach mal in diese Future-Sachen reinzudippen, mit wenig Eigenkapital oder mit nahezu keinem Eigenkapital. Genau. Das war's. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag vor euch. Ich werde jetzt wahrscheinlich zum Bäcker, während das Ding hochlädt und rendert. Und hoffe, euch geht's gut. Hoffe, ihr habt euch einigermaßen ans Risk Management gehalten diese Woche. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt zur Kaffeerunde, meldet euch. Momentan klappt es ganz gut, dass ich wieder andere Videos dazwischen mache. Ich hoffe, das hält. Wenn ihr da Wünsche habt, auch einfach melden. Und ansonsten hören, lesen wir uns die kommende Woche. Macht's gut und rutscht nicht bei Glatteis aus und bis bald. Ciao, ciao.